Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wenn man in der Wildnis von Tieren verfolgt wird, gibt's einige relativ einfache Tricks. Beispielsweise, wenn man von Bienen verfolgt wird, ist es eine ganz gute Idee, wenn man sich unter Wasser versteckt. Gut, relativ blöd, wenn man jetzt gerade nicht zufälliger kleines Schwimmbad mit einstecken hat, aber vielleicht auch blöd, wenn die Bienen dann oberhalb von dem Schwimmbad länger warten, als man selber die Luft anhalten kann. Gut, ist trotzdem immer noch besser als die beste Taktik, die man hat, wenn man einem Bären in der Wildbahn begegnet. Da hilft's mich am meisten, wenn man sich totstellt. Also jetzt nicht, weil es den Bären vertreibt, sondern weil man sich schon ein bisschen dran gewöhnen kann, wie man dann in 3 Minuten ist. Aber es gibt etwas, das auf jeden Fall zutrifft, wenn man von einer im Wasser lebenden Kreatur verfolgt wird, wie einem Hai oder auch einem Orca, dem Killerwal, dann könnte man sich vielleicht irgendwo an Land verstecken. Gut, hilft einem jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vor jedem Sharknado, aber wir wissen, dass die meisten Meeresbewohner jetzt nicht unbedingt sowas wie einen sechsten Sinn haben, der ihre menschliche Beute über Kontinente riechen kann und dann teilweise von Salz in Süßwasser herumschwimmen kann, nur um seinen Rachegelüsten freien Lauf zu lassen. Das ist so eine blöde Story, aber lustigerweise mehrfach tatsächlich umgesetzt. Auf der einen Seite in dem cineastischen Meisterwerk Der Weiße Hai 4, aber andererseits auch hier in Orca, der Killerwal. Das ist nämlich auch der Killerwal, der ganz offensichtlich seinen Opfern über die ganze Welt nachstellt, der seine Inspiration bei Carmen Sandiego hatte. Aber das ist auf jeden Fall ein, man kann vielleicht sagen, Kultfilm aus dem Jahr 1977 mit Richard Harris, Charlotte Rampling und Bo Derek, der hierzulande zwar bereits eben im Kino von Tobis gezeigt wurde, schon mit FSK-Freigabe ab 12 Jahren und der dann auch im VHS- und DVD-Zeitalter immer wieder seine Auflagen bekommen hat, aber jetzt eben von Infinity Pictures in verschiedenen Mediabooks neu aufgelegt wurde. Und da hat es uns Infinity tatsächlich auch beim Orca nicht leicht gemacht, uns für ein Mediabook zu entscheiden, weil eigentlich sämtliche der angebotenen Designs einfach nur großartig waren. Ich persönlich habe mich dann letzten Endes allerdings für das Wraparound-Cover entschieden, weil ich das einfach großartig fand. Ich glaube, Orca war auch der erste Titel, wo das erste Cover-Artwork, das bei mir ausgeschieden ist, tatsächlich das von Rick Melton war, weil das, finde ich, einfach irgendwie gar nicht mal passend war zu dem Film. Aber letzten Endes waren es dann viele verschiedene actionorientierte Motive, auch das Cover D, das uns eben den Orca eben hier aus dem Wasser hinaus schießen zeigt, ist ebenfalls großartig. Aber letzten Endes fand ich dann einfach, dass diese Wraparound-Cover-Ästhetik hier auf dem mir vorliegenden Cover A noch einen Ticken geiler ist. Und dabei muss man nämlich eben sagen, dass Infinity dieses Mediabook noch dazu absolut phänomenal verarbeitet hat. Eben nicht nur, dass diese Lederoptik großartig ist, sondern dass eben auch die Druckvorlage für dieses Mediabook grenzgenial ist, dass wir hier eine fantastische Schärfe haben, eine tolle Farbgebung, dass nämlich eben auch diese einzelnen, teils groberen Pinselstriche, die eben hier den Hintergrund ausmachen sollen, einfach nur perfekt gesetzt wirken, wohingegen man eben in den feineren Strukturen einfach jedes noch so kleine Detail frisch erkennen kann, ohne dass es hier irgendwo Treppen, Kanten, Blöcke, sonst irgendwas Störendes gibt, was eben anzeigt, dass es sich hier ein bisschen um minderwertiges Ausgangsmaterial handelt. Nein, das sieht einfach nur großartig aus. Dazu können wir an der Stelle einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir auf der linken Seite eben die Blu-ray mit diesem Meeresdesign, wobei eben auch hier das die Disc eingearbeitet wurde in das Design und wir eben hier ein schönes durchgehendes Motiv sehen. Das allerdings finde ich auch sehr genial. Diese gezeichnete Ästhetik hier fortsetzt, bis hin dann eben zum Backcover, wo wir ein ähnliches Szenario sehen, nur halt, dass der Hai sich dann schon ein bisschen mehr, also normal würde ich das nicht so formulieren, bei diesen Filmen ist es eigentlich ganz passend angeschlichen hat, oder der Orca, der halt haimäßig seine
Schwanzflosse hier nach außen hängt, wer weiß. Aber das eingenähte Booklet dazwischen, das bietet uns auch in dem Fall wieder vor allem ziemlich schöne Effekte. Ich mag die, die Übergänge auch hier wieder zwischen Überschrift und Text, dass die Seitenzahlen in einen Kompass eingearbeitet wurden, dass wir hier eben auch auf den inneren Seiten vom Booklet mehr oder weniger mit den gleichen Designelementen arbeiten, wie eben auch außerhalb, unterhalb der beiden Discs, dass wir eben hier sehen, wie das Boot und der Hai oder Orca oder whatever, sich halt quasi fortbewegen, bis sie dann mehr oder weniger von der Startposition auf der linken Seite unterhalb von der Blu-ray, dann auf der rechten Seite unterhalb von der DVD auf womöglich unangenehme Art und Weise zusammentreffen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was mir der Film letzten Endes bietet. Großartig designtes Produkt auf jeden Fall. Absolut wunderschön gestaltet, wunderschön verarbeitet und für mich jetzt schon definitiv eines der absoluten Mediabook-Highlights des Jahres 2024.